Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Wir sind ein bisschen spät dran, deswegen ganz schnell EMRP. Warte mal. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Komm schon. Es sind nur 10 Minuten. Nein! Oh, ein Gast. Alma. Ach, komm schon. Nein. Gut, herzlich willkommen an alle, einen wunderschönen guten Abend zu dieser frühen Zeit. Ich habe mich tierisch versucht zu beeilen für den Zeppelin. Wir wollten ja den Zeppelin uns heute angucken. Ich habe es leider nicht geschafft anscheinend. Okay, ist passiert. Wir haben es ja so, ich kann es nicht ändern. Ich habe es versucht, aber gut, dann ist das Ding jetzt in Stein gemeißelt. Dann haben wir jetzt diesen Zeppelin gekauft, wie gesehen, oder gekauft, wie nicht gesehen. Es passiert. Mich erwischst du ja auch oft, wenn ich AFK bin. Ja, aber beide. Ich weiß es nicht. Vielleicht ruft der Nils noch an. Er hat ja noch um 10 vor, hat er ja schon angerufen. Buonasera. Ja, guten Abend. Sagen Sie. Lenk die mal kurz auf. Sie? Ja. Wie geht es Ihnen? Benissimo. Und Ihnen? Ja, man kann sich nicht beklagen. Wo sind Sie denn gerade? Im Italien. Ich rede gerade mit Mr. Blake, der mir von einem Vorfall heute Lokal erzählt. Ja, ich verstehe. Gut, ich nehme an, deshalb hat er mich wahrscheinlich auch angerufen, ja. Sie. Ich bin auch auf dem Weg. Dann bis gleich. Boah, keine Ahnung, normalerweise müsste es bei manchen Sachen sagen, so zu den Leuten, zu deinen eigenen Leuten, so, ja, kümmern Sie sich drum. Ich will es gar nicht wissen. Erledigen Sie es einfach. Weil, was denn hier? Weil, oh nein! Ich habe gestern aus Langeweile, das ist einfach eine Sache der Gewöhnung, glaube ich. Gott. Angefangen, meinen Schrank zu sortieren, aber dieselbe? Hä? Schwarze, schmale Krawatte. Schwarze, schmale Krawatte. Ha! Ah, okay. Aber ich hab's noch nicht fertig. Ja, dünner Dings und dicke Krawatte passt irgendwie nicht so, ne? Das passt nicht.
So. Aber es gibt noch einen anderen. Was ist denn hier der Unterschied? Ist hier ein Unterschied? Einfarbige. Ne, das ist nicht. Was ist denn das hier? Ach. Das muss ich hier hoch. Na, so. Okay. Hierzu würde die dicke Krawatte passen. Weil das einen dicken Kragen hat. So. Huch. Ja. Aber ich mag diesen, ich mag eigentlich den dünnen Kragen lieber. So, habt ihr da jetzt mal wieder so eine kleine Lehrstunde bekommen? So. Oh, ein Gast. So, lass mich mal eben nochmal gucken, nochmal anrufen. Blake, den sehen wir wahrscheinlich jetzt eh. Paradise Aiden. Nicht erreichbar. Gut. Ist einfach noch hell, ne? Alter, aber Daniels ist aber auch ein knallharter. Der ist bestimmt noch IC. Und denkt sich so, ja, jetzt hat er den eh genommen. So, jetzt muss ich nicht mehr den mehr mit ihm anschauen. Das war auch ein abgewichster Geschäftsmann. Abgeklärter, ne? Oder abgezockter. Wobei, abgezockt bin ich eigentlich.
Oder dieses E-Auto, hört sich der Ingame-Sound so richtig leise an, ne? Irgendwie. Schade, ne? Aber vielleicht kriegen wir noch jemanden von Paradise später erreicht, der uns zum Flughafen führt. Ne, hier erstmal mit gute Laune, Orangensaft. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Darf man ihm was bringen? Nun, vielen Dank erstmal nicht. Wie geht es dir? Ja, okay. Nun ja, bis auf na, die Blessuren im Gesicht, soweit in Ordnung. Blessuren, sagen sie. Ja, durchaus. Gab einen Vorfall. Darum hatte ich auch versucht, sie zu erreichen, da ich mehrere Leute versucht habe, irgendwie zu erreichen, aber niemand erreichbar war. Und ich halt in dem Aussehen mit der blutigen Nase, die ich bis vorhin noch hatte und ja, schon dem Pfeilchen unter dem Auge, was sich so langsam zeichnet, die Gäste eigentlich ungern bedienen wollte. Haben Sie überhaupt Zeit, dass ich das erklären kann? Ja, nun ja, sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht stehen, nicht wahr? Ja, weil oben noch Gäste sind, hätte ja sein können, dass sie einen Termin haben. Da wollte ich nicht stören. Ja, hier sind zwei Herrschaften und eine Dame reingekommen. Vermutlich oder sehr stark angelehnt an der Southside auf jeden Fall. Die haben die Tür betreten. Ich stand hier vorne am Tresen. Bin dann schon mal Richtung Eingang direkt gegangen. Da haben sie schon durch den Laden gebrüllt. Der eine zumindest, das Hey Pinguin, gib mal Gas. Daraufhin habe ich dann erstmal noch die Füße stillgehalten. Hab dann gefragt, was man ihnen bringen dürfte oder ob sie überhaupt hier essen möchten oder mitnehmen. Dann wollten sie hier essen und wollten auch nach oben. Daraufhin habe ich die Herrschaften und die Dame begleitet, habe ihnen oben die Terrasse aufgeschlossen. Die Dame ist auch mit mir nach draußen gekommen, aber die anderen beiden Herrschaften sind hoch und separé gegangen. Oder haben nochmal eine Tür sich umentschieden und wollten dann zum Separé. Daraufhin habe ich sie gebeten, das Separé zu verlassen, da
reserviert ist für Gäste, die noch kommen. Und dann kam nur, ja, das wäre ja uninteressant, aktuell sind noch keine Gäste da, also könnten sie da auch sitzen. Habe ich gesagt, die Gäste könnten aber jeden Moment kommen und daher würde ich sie bitten, halt lieber draußen Platz zu nehmen. Nach dem zweiten oder dritten Mal meinten sie ja, was soll denn sonst passieren? Habe ich gesagt, ich so, sonst müssen sie halt die Lokalitäten verlassen, kann ich leider nicht ändern. Oh mein Gott. Daraufhin sind sie dann erstmal aufgestanden und wir sind nach draußen gegangen an einen Tisch. Dann kam nur, ja, dann seht zu, bringen uns jetzt unser scheiß Essen, gib Gas. Dann habe ich den Herrschaften versucht zu erklären, dass ich auch wissen müsste, was sie gerne essen wollen. Und dann kam, ja, wie wäre es mit so ein paar dicken, schwarzen Pinguinfüßen. Und daraufhin habe ich sie dann gebeten, das Lokal zu verlassen. Dem wollten sie nicht direkt nachkommen. Und meinten dann, ja, was passiert, wenn wir was nicht machen? Daraufhin habe ich gesagt, ich werde einen Weg finden, damit sie das Lokal verlassen. Da mache ich mir weniger so die Sorgen. Bin dann hier runtergegangen, weil Mr. Jackson auch meinte, wenn so ein Vorfall ist, soll ich mich bei ihm melden oder auch Mr. Malone. Auf dem Weg nach unten habe ich sie schon versucht zu erreichen. Da sie nicht kamen und die Herrschaften schon nachgefolgt sind, bin ich raus, weil ich sag mal damit gerechnet habe, dass vielleicht ein bisschen mehr passt. Ja. Ja, guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Napier. Also, erstmal darf ich Sie beglückwünschen zu einem Zeppelin, den Sie jetzt gehört. Nein, ich habe mir extra jetzt nochmal einen Wecker gestellt. Ich war schon im Bett, aber ich dachte mir, ich stelle mir für halb nochmal jetzt einen Wecker, weil ich bin jetzt gerade hier mit einer Gruppe am Zelten und lag quasi schon so halb im Zelt, habe aber trotzdem gedacht, ich gucke nochmal um halb aufs Handy, um zu schauen, ob Sie denn nicht doch noch unterwegs sind und würde jetzt einmal ganz schnell nochmal kurz runterkommen zu Ihnen. Auch wenn ich hier eigentlich schon im Feiermodus bin und den Zeppelin mit Ihnen gucken, wenn Sie noch die Zeit haben. Ja, ich verstehe. Ja, wenn Sie wollen. Können wir das gerne so machen. Ich hatte Sie nicht erreicht, aber ich dachte mir, gut, vielleicht stehen Sie auch irgendwie im Stau oder so, ne? Ja, was sein. Der Stau halt. Gut, ich düse einmal schnell runter zum Flughafen. Ich würde sagen, wir treffen uns einfach vor Ort, ja? Gut, alles klar. Dann bis gleich. Ich bin in 5 Minuten da, bis gleich. Ja, verzeihen Sie. Ja, kein Problem. Ja, ich bin schon auf dem Weg nach draußen gewesen, weil ich vom Gefühl schon damit gerechnet habe, dass es eskalieren könnte. Und ich wollte sie zumindest schon mal aus dem Lokal draußen haben, damit, wenn was passiert, ist so wie es auch gekommen ist, dann draußen was passiert. In der Zeit konnte ich mir halt noch das Kennzeichen merken. Ah, perfekt. Von ihrem Fahrzeug und ja, der erste schlug dann schon auf mich ein, dann bin ich ihren Worten nachgegangen, habe gefragt, ob sie wüssten, was sie da gerade tun und in welchem Stadtteil sie sich gerade aufhalten. Die Antwort war, das wäre ihnen scheißegal. Ah. Wäre uninteressant. Ich habe gesagt, man kann es ansonsten auch über ein vernünftiges Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt klären. Das wäre ihnen auch scheißegal gewesen. Dann kam der zweite Schlag und dann wurde ich aufgefordert, mich zu wehren und nicht wie so eine Pussy daneben zu stehen. Allerdings wurde mir ja hier klipp und klar gesagt, dass vor dem Italy nichts passieren soll und ja, dem bin ich jetzt nachgegangen und habe mich auch nicht gewehrt. Okay. Nach dem dritten Schlag sind die Herrschaften dann abgezogen. Beziehungsweise den dritten Schlag hat die Frau gemacht. Ja, ich verstehe. Gut, wie lange sind Sie noch hier, Mr. Blake? Ich bin auf jeden Fall bis 23 oder 0 Uhr erreichbar. Gut, ich muss noch eben schnell zu einem Termin, der von einer halben Stunde war. Das ist gar kein Problem. Werde mir gleich nochmals die Zeit für Sie nehmen. Ja, okay. Gut, dann bis gleich. Dann bis gleich. Gut. Wir müssen eben zum Flughafen. Wir haben einen Termin mit Paradise. Und bedenken Sie, wir müssen dort wahrscheinlich durch Sicherheitsschleusen. Haben Sie gerade irgendwas zu erledigen? Ja, ich warte gerade noch auf Anrufe. Ich müsste vielleicht ein, zwei Termine wahrnehmen.
Gut. Wenn Sie mich da nicht brauchen, dann... Ja, Miss Milano begleitet mich. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Bitte. Haben Sie da bei dieser Geschichte von Mr. Blake schon was in Erfahrung bringen können? Nur, ich habe das gerade auch vielleicht 5 Minuten vorhin gehört. Boah, ich sag's euch, Leute, wenn das Leute sind, die wir kennen, Alter. Das Kennzeichen ist mir aber nicht bekannt. Weiß ich nicht, was dann passiert, weiß ich nicht. Ehrlich, ganz ehrlich. Also, wenn das echt Leute sind, die uns kennen, weiß ich nicht. Dann verzweifle ich an Lucky langsam. Bin ich ehrlich. Dann kannst du den Laden zumachen. Dann kannst du es vergessen einfach. Ich schwöre, ich gehe einfach nur noch in jede Hut und rotz die nur noch weg, Alter. Was ist denn das für eine... Ach, ich weiß es nicht. Ich rede mich noch gar nicht auf. Wir müssen erstmal herausfinden, wer es war. Aber alles darin klingt einfach nach, ja, wir wissen, wer da ist, wir suchen den Konflikt. Weiß ich nicht. So ein Müll einfach. Ja, sowas musst du einfach nur noch umlegen. Also, IC. Gut, Mr. Blake erzählte, dass er ein Kennzeichen hat, ja. Sie? Er hat mir das auch gegeben. Ah, einen Moment. Ja, guten Abend, Miss Suarez. Guten Abend. Sie hatten mich angerufen. Ja, durchaus. Nun, ich hatte Sie einfach so durchgerufen, ob Sie da sind. Ach so, alles klar. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Wie geht es Ihnen denn? Mir geht es auch sehr gut. Ich habe auch heute schon einen Anruf von Mr. Donovan gehabt, der ist scheinbar auch wieder erreichbar. Ich wollte gleich mal schauen, ob ich mich mal mit ihm zusammensetze und gucke, wie so der aktuelle Stand bei allem ist. Ja, alles klar. Gut, perfekt. Dann wünsche ich Ihnen vorerst noch einen angenehmen Abend. Ihnen auch, Dankeschön. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Also, ganz ehrlich, es wäre halt, keine Ahnung, das ist, also wenn das Leute sind, die davon wussten. Wegen der Kontrolle gleich am Airport, ich hätte noch ihr Messer bei mir. Ja, ich verstehe. Nun, ich müsste auch ein paar Sachen in den Kofferraum werfen. Das ist Gambo. Nenn mir das Kind beim Namen, also. Ich meine, selbst wenn es Leute sind, die uns nicht kennen, weiß ich halt nicht, wie ich es finden soll, jedes Mal für neue Starter hierher zu halten, damit sie wissen, dass da jemand drinsteckt. Wisst ihr, wie ich das meine? So, I don't know. Also so wechselhaft, wie da irgendwie manche Gangs halt sind, weiß ich nicht. Habe ich halt auch, ich persönlich, halt auch nicht immer Lust, dasselbe RP von vorne zu spielen, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also, das ist doch bestimmt Dinges.
Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich warte gerade auf das Go vom PD, dass wir drauf fahren dürfen. Ich rufe mich jetzt sofort zurück. Man darf da nicht einfach so drauf fahren. Ja, das dachte ich. Das ist der Teilbereich. Ja. Kommen die noch hier hin, sagten sie, oder? Ja, sie rufen mich jetzt gleich zurück. Sie sind sich unschlüssig. Das ist wieder zwei PD-Beamte, drei Meinungen. Ja, ich verstehe. Na, kennt man ja. Park aber vorher sicher, aber mal das Auto, ja. Ja, wir würden dann gleich mit dem Auto fahren. Ja, ich packe mal mein Auto, dann würden wir mit ihrem fahren, weil sie haben vier Sitzer, okay? Ist das ein Deal? Ja. Weil ich darf hier nämlich fahren, weil ich habe da nämlich einen Schein für. Ja, alles klar. Gut, okay, dann bist perfekt. Du. Gut, dann warten Sie hier. Sie? Gut, nehmen Sie das hier, ja. Gut, dann. Meinen Sie, es reicht, es in den Kofferraum zu legen, oder meinen Sie jetzt, dass ich aussteigen soll und Sie machen ihm den Termin, damit es ganz sicher ist? Naja, wir fahren mit dem Fahrzeug anscheinend rein. Deshalb wäre es natürlich besser, wenn Sie die Sachen bei sich haben und nicht in dem Fahrzeug hier. Sofern natürlich das PD hier hinkommen sollte. Verbände, rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen. Ja, alles klar. Also ich habe mit dem PD gesprochen, wenn ich fahre, ist das in Ordnung. Die haben keine Kapazitäten, das hier zu machen, also... Sorry. Ach, tatsächlich. Wir können also einfach drauf, ja. Ja, ja, also ich müsste halt den Wagen fahren, weil ich den Schein habe, dass ich hier fahren darf. Wäre das okay für Sie, Herr Napier? Ja, natürlich. Machen Sie ihn einfach an. Guten Tag auch an die Dame. Ich weiß nicht, kennen wir uns? Sie, Signora Milano. Ach, Frau Milano, wie geht's Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Dann steigen Sie doch mal in Ihr Fahrzeug, Herr Napier. Ich chauffiere Sie. Ja, alles klar. Ja, dann steigen Sie doch ein, Miss Milano. Ich kann nicht für ins Gefängnis. Ja, darf ich Ihnen vorstellen, das ist ein Fahrzeug der Marke Neon. Ne? Hm. Vollausstattung natürlich. Ja, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen. Also bin ich mal gespannt, wie er jetzt aussieht. Ja. Genau. Hier starten und landen alle Flugzeuge. Weiß nicht, ob Sie es wussten, Herr Napier, aber ich bin tatsächlich ausgebildeter Pilot. Also ich darf tatsächlich die Flugzeuge, die hier stehen, fliegen. Und bin sie auch schon mehrmals geflogen, einige, die hier stehen. Ja, tatsächlich. Auch die großen Maschinen, ja. Ich darf tatsächlich bis 12 Personen darf ich fliegen. Aber leider kein Zeppelin. Das muss die externe Firma machen. Die darf ich auch nicht fliegen. Genau. So. Dann gucken wir doch mal, wie er aussieht. Also er müsste hier vorne auf dem Zeppelin-Dock stehen. Ah ja, er steht da. Ja, so wie ich es mir gedacht habe. Die haben die Italien-Flagge leider nicht mehr drauf gemacht. Schade. Gut. Ja, das ist er. Sollen wir einen Schritt näher gehen, Herr Napier? Vom Nahen gucken. Ja, warum nicht? Also wir dürfen hier aussteigen, ja. Ja, hier ist okay. Nur nicht auf die Rollbahn, bitte. Genau, also quasi hier auf dem Bereich bleiben. Miss Milano, die Waffe. Wir klauen das Ding jetzt, ne? Ja. Also die goldenen Streifen sehen für mich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr gelb aus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tageslicht abhängig. Ich finde, die Logos kann man alle gut lesen. Ich finde, das Meriwether-Logo ist ein bisschen schief. Aber es kann auch von der Perspektive liegen. Ja, es könnte gut sein, aber... Ich finde halt cool, dass er schwarz ist. Dann sieht es so ein bisschen so aus, als ob das in den Himmel geschrieben ist.
Und ich bin überaus gespannt, es im Himmel zu sehen. Wie es dann auf die Stadt wirken wird. Kaufen oder nicht kaufen, Herr Napier? Ja, ich stehe dazu. Ich hab's ja gesagt. Nun ja, wie gesagt, ich stehe dazu. 21 Uhr hätten wir es. Also bis 21 Uhr hätte ich es umgeändert, aber so nehme ich ihn natürlich. Okay, dann machen wir das und dann herzlichen Glückwunsch. Sie besitzen einen Zeppelin für eine Woche. Gut. Ja. Haben Sie denn Wunschtage, wo der über die Stadt kreisen soll in dem Pier? Boah, 19. ist das. Ja, also 19. ist der Samstag, ja. Genau. Boah. Ja, was würden Sie denn vorschlagen da? Ich würde halt vorschlagen, Mittwochabend auf jeden Fall. Einen Tag vorher würde ich auch machen, so am Freitag. Und dann vielleicht auch schon morgen ein bisschen. Na, ich hätte jetzt so Dienstag, Mittwoch und Freitag vorgeschlagen. Dienstag, Mittwoch, Freitag. Miss Milano, was sagen Sie denn? Direkt am Samstag könnte man ja auch noch ihn fliegen lassen, sehe? Das schon, aber davor? Irgendwie ist das auch ein bisschen verschenkte Werbung, weil dann sind die Leute ja schon da, ne? Ach, Sie meinen davor? Das könnte man natürlich auch machen. Man sagt Mittwoch, Freitag und dann nochmal Samstag. Vielleicht aber auch ein stimmiges Bild, wenn der beim Event dann auch nochmal rumfliegt, ne? Sehe. Soll ich der Zeppelin-Firma dann die Tage vorschlagen, Herr Napier? Mittwoch, Freitag und Samstag? In welchen Stunden wäre dann samstags? Ich denke mal in den Abendstunden. Samstags natürlich dann irgendwie so wahrscheinlich immer so irgendwas ab 19 Uhr wäre gut, ne? Dass das dann auch vor dem Event und dann während dem Event. Ja. Der Pilot hat gesagt, der fliegt immer so 2 bis 3 Stunden. Ja, dann würde ich die Tage so nehmen. Okay, super. Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt wieder zurück. Gut, dann vielen Dank und freut mich, dass es dann doch noch geklappt hat und dann fahre ich Sie jetzt mal wieder mit Ihrem Auto hier vom Fluggelände runter. Ja. Dann vielen Dank. Ja, ich danke für die Zeit, Mr. Davis. Ja, gerne. Also, NP, ich weiß, dass Sie das auch möglich machen, wenn ich Sie bräuchte, also alles gut. Ne? Sie müssten den Wagen machen. Echt? Ist er aus? Ich finde es cool, dass es ein bisschen so, dass es so schwarz ist. Ich finde, das hat so irgendwie was. Was Imperiales irgendwie. Mich irgendwie ein bisschen an Star Wars. So. An was, Mr. Daniels? Kennen Sie dich Star Wars? Krieg der Sterne? Nein. Achso. Können Sie sich mal anschauen. Das sind so Spielfilme. Kann ich wirklich empfehlen. Nun, ich interessiere mich fürs Theater, aber nicht für Filme. Ah, okay. Glaube ich, gibt es inzwischen auch als Theaterstück. Meine ich gehört zu haben. Kann ich Ihnen ja mal zeigen, jetzt wo wir eh hier sind. Das ist hier rechts der Flugzeugtyp, den ich sonst immer geflogen bin. Also auf dieser Maschine hier rechts habe ich tatsächlich auch fliegen gelernt. Also wenn Sie mal einen Pilot brauchen, der Sie irgendwo hinfliegt, mache ich es sehr gerne. Ich verstehe. Auch hier in Los Santos sind Sie schon Flüge geflogen, ja? Ja, ja, genau. Ich habe hier in Los Santos meinen Flugschein gemacht. Damals bei Air San Andreas. Die Firma hat einen Freund von mir gegründet damals. Und bin auch noch aktiver Pilot bei Air San Andreas, bin da auch noch eingestellt, mach aber inzwischen sehr, 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 sehr selten Flüge. Also es gibt sich irgendwie, zeitlich ist es immer so ein bisschen Problem, dass immer irgendwas anderes ansteht, leider. Genau. Ja, das heißt, die machen Rundflüge, aber nicht irgendwie von A nach B, ja. Doch, doch. Also wenn Sie auch sagen, Sie müssen irgendwie von A nach B, kann ich das natürlich auch machen. Das ist kein Problem. Charterflüge. Ach. Natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, Mr. Daniels. Auch Helikopterflüge. Helischein habe ich leider nicht. Ah. Nur ich habe den nur für die Fliegerei mit den Flügeln. Ich wollte immer mal einen Helischein machen, aber
ja, die Zeit, ne? Genau. Apropos die Zeit. Es tut mir leid, Herr Napier. Ich würde gerne weiter mit Ihnen reden, aber ich muss wirklich los. Ja, gar kein Problem. Dann danke ich Ihnen. Dann noch einen angenehmen Abend. Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Ciao. Alter, ist das auch ein Pfister, Alter? Hat er nur Pfisters? Die verdienen zu viel Geld. Was ist Ihr Eindruck davon? Ich denke auch, dass das Dunkel ist, ganz gut macht in der Nacht so. Ich denke, letztendlich lässt sich das sagen, ob die ganze Folierung dort wirklich geklappt hat, wenn er dann am Himmel fliegt, sie am Mittwoch. Ja. Yeah. Naja, es ist natürlich ein wenig ärgerlich, dass die Flagge da nicht drauf ist, aber. Dahingehend hat ja Paradise schon einen Rabatt von sich eingeräumt. Allerdings habe ich da noch nicht gewusst, dass die auch ihren Namen da drauf geklatscht haben. Mr. Daniels, man muss schon sagen, er ist schon recht gewieft bei solchen Dingen. Muss man in Zukunft im Auge behalten. Wie lange bin ich schon alleine? War ich gerade wirklich am Flughafen? Ich wusste doch, dass es viel zu leicht war, da drauf zu kommen. Keine Sicherheitsschleusen. Ich denke, also bin ich, oder? Ach, ich bin ein bisschen bin ich traurig wegen der Italienflagge. Wäre natürlich nice gewesen. Er sieht schon cool aus. Also wirklich, man kann nichts gegen das Design sagen. Außer, dass halt die Italienflagge nicht da ist, ne? Das trifft mich ja mitten ins Herz. Vielleicht das Street Festival in so einer Italienfarbe. Ach, egal. Finde ich schade, weil man es ja genau deswegen angefragt hat. Ja, eben, ne? Also. Und wir müssen Daniels sagen, er soll italienische Musik dabei spielen. Ding, di, 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 ding. Oder die Godfather-Musik. Wobei, wo er sagte, es hat sowas Imperiales, hätte es auch den Imperial March sein können, ne? Ja, aber bei so Partys, so, da sind ja auch alle gebimst, so, ne? Also, ist ja jetzt nicht so, dass da Rücksicht drauf genommen wird, ne? Aber ja, eigentlich ist es ja wie bei Leuten vorbeifahren und dann. Und dann einfach so Musik abspielen, damit die Probleme kriegen. Ne? Ich verstehe das schon, deshalb. Ja, ja. Ja, also, es ist halt sehr teuer. So einfach werde ich es jetzt
das nicht nochmal machen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich es nochmal mache und dann aber nochmal richtig halt, ne? Aber dann muss der Anlass auch halt wieder stimmen, so. Du kannst einfach so random so ein Italien-Ding. Ja. Yeah. Könnten Sie mich beim Bahnübergang in Rancho wieder einsammeln? Ja, alles klar. Gut, bis gleich. Oder ich buche noch einen Zeppelin, den ich jetzt über die Zausler kreisen lasse. Im Süden. Mit hier wohnt Dummheit. Oder wir kriegen euch alle. Oder so ein so ein Zeppelin, der über das Haus dann kreist. Stehen noch weitere Termine an? Nun ja, jetzt erstmal nicht. Eigentlich müssten wir uns zusammensetzen. Nun, es gab ein paar Punkte, die man mit Mr. Blake noch besprechen müsste. Ich denke, er hat da was in der Vergangenheit falsch verstanden. Soll sich da nicht auf die Fresse hauen lassen, einfach. Soll sich schon wehren dürfen. Was sagte er denn zu der Beschreibung der Person? Er hat irgendeine Gang in das Tau vermutet. Zwei Herren, zwei Damen. Weiter hat er die jetzt mir noch nicht beschrieben, die Person. Aber keine bestimmte Gang, ja. No, er sagte, wäre ihnen jetzt nicht so in den Sinn gekommen, wer es sein könnte. Also Flags hatten sie wohl eindeutig nicht getragen. Und er war gerade noch dabei, bei Ranger Typ zu schauen, ob er dort die Person wiedererkennt. Bei den Rap-Videos. Bei den Rap-Videos. Wieso haben die dabei irgendwelche musikalischen Dinge von sich gelassen? No, aber viele Gangs in der South machen ja auch zu ihren Rap-Songs auch Rap-Videos, wo sie sich ohne Maskierung, sondern komplett frei zeigen und sich da ja auch künstlerisch ausdrücken. Natürlich kann man darüber dann auch jemanden wiedererkennen. Ja. Yeah. Sonst irgendwelche Anzeichen gehabt? Slang, Akzente. No, wir sind da noch nicht ins Detail gegangen. Er war gerade am Erzählen, hatten sie mich angerufen und mir erschien es weniger, wenn er nicht alles dreifach erzählt, sondern uns einmal dann oder ihn dann einmal im Detail sehen. Hey, was hat die denn jetzt nicht nachgefragt, oder was? Also ich dachte, ich frage sie nochmal oder wie? Hä? Mondknopf, Dankeschön für 25 Monate. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Gut. Das heißt also, sie hatten auch noch nicht mit ihm alles besprochen, ja. No, richtig. Ist Mr. Jackson denn da eingehend schon im Bilde? Nur, dass er Mr. Blake so gesehen überfallen, angegriffen wurde im Lokal. Und das heißt, er hat auch noch keine Kennzeichen oder sonstiges bekommen, ja. No. Aber da ja ich eigentlich immer uns austauschen direkt, wenn wir neue Kennzeichen haben, würde mich wundern, wenn er das direkt auch schon hat. Also ich denke, wir müssen jetzt erfragen, wo es herkommt. Weil so gerade
kommt es mir nicht bekannt vor. Gut, geben Sie mir doch meine Krawatte. Und das Magazin. Nee. Ich würde Ihnen auch das Messer zurückgeben, Sie. Ja. Also Sie sind mit diesem Zeppelin zufrieden, ja. Also wäre es orange gewesen, hätte ich No gesagt. Dann sieht es einfach aus, als hätte Paradise einen Zeppelin durch die Stadt geschickt. Deswegen ist mir das Schwarz lieber als diese goldenen Streifen, die etwas gelb-orange aussehen. Könnten diesen Zeppelin die mit... Mit Riggs bewerben eigentlich. Die sind nun ja eher klein gehalten. Ja. Yeah. Gut, müssen wir noch irgendwas besprechen, ansonsten würde ich erstmal Mr. Blake herholen. Die Feier würde ich zum Morgen ansetzen, was ich mit Ihnen ja am Freitag besprochen hatte. Ja. Yeah. Oder steht dem was im Wege? Gut. Also, wir können die Feier auf jeden Fall morgen halten. Sagen Sie dazu gerne allen Bescheid. Ja, ja, bitte. Hier kommen Sie einmal hoch ins Separé, ja. Ja, alles klar. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Gut, das heißt... Er muss es die Geschichte Ihnen nicht nochmal alles erzählen, ja. Was? Ich würde ihn gleich nochmal zu dem Zeitpunkt befragen, wo er die Herrschaften oben am Balkon aufgefordert hat zu gehen. Weil er sagte, die erst nach unten, die hätten ihn irgendwie verfolgt, aber da wurden wir in dem Moment unterbrochen. Das hatte ich noch nicht so ganz nachvollziehen können, was dann da genau passiert ist in dem Moment. Machen Sie doch Platz für Mr. Blake, ja. Darf ich reinkommen? Ja. Setzen Sie sich doch. Ja. Vielen Dank. Gut. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Waren stehen geblieben, dass wir die Herrschaften dann ja, nach unten mitgekommen sind, also mich quasi verfolgt haben, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich schon einen Weg finde, um sie aus dem Lokal zu bekommen, wenn sie der Bitte nicht nachgehen. Daraufhin habe ich gemerkt, wie sie mich schon verfolgt haben. Dann wollte ich halt das Lokal erstmal verlassen, damit halt, wie schon eben gesagt, zumindest außerhalb passiert und nicht noch im Lokal selbst, weil ich einfach schon damit gerechnet habe, da sie sehr streitlustig waren. Auf dem Weg nach draußen habe ich mich auch immer hinter deren Fahrzeug begeben, um das Kennzeichen schon mal für den Notfall sich zu merken, sich anzusehen, und ja, dann ging es auch schon draußen los. Dass man kein Recht hätte, sie einfach rauszuschmeißen, und ich habe gesagt, ich darf mir das Recht rausnehmen, wenn man sich in diesem Lokal hier nicht vernünftig benimmt. Und dann hat der Herr auch schon zugeschlagen, der so extrem streitlustig war.
Dann folgte auch noch ein zweiter Schlag und ein Spruch so nach dem Motto, komm, wehr dich, mach endlich was, bitch ass, oder in ihrem Slang halt. Und ich habe gesagt, dass ich mich an gewisse Regeln halte und sie machen sollen, was sie wollen, aber sie sollen einfach das Lokal jetzt verlassen. Daraufhin meinte er auch noch, was suchst du hinten am Fahrzeug? Habe ich gesagt, dass, ja, man braucht eventuell für die Zukunft auch Informationen. Ich wollte ihn damit klar machen, dass ich nicht da draußen rumstehe, um gar nichts zu tun. Auch wenn es den Anschein erweckt. Und daraufhin hat die Dame dann auch nochmal zugeschlagen. Und danach sind sie zu ihrem Fahrzeug und sind gegangen. Mr. Napier, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Mir wurde gesagt, dass man, ich sag mal, Streitigkeiten hier aus dem Lokal aus dem Weg gehen soll. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber es gibt Punkte im Leben, die gehen einfach zu weit. Ich verstehe das schon. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja. Muss ich eben zu den Kindern? Oh, ich hasse es, mit Nebel zu rennen, ne? Ich bin da. Armer Blake wird immer unterbrochen. Nee, da war gerade im Keller.
Wäsche holen. Und der Junge hat an die Glasscheibe geklopft. Verstanden haben. Ja, Verzeihung, Onkel. Ja, kein Problem. Fahren Sie gerne fort. Ja, ich hatte eben schon ein bisschen die Herrschaften beschrieben. Die zwei Herren hatten auf jeden Fall Dreadlocks, waren dunkelhäutig und auch dunkelhaarig. Einer, derjenige, der auch, ich sag mal, grundlegend, ich sag mal, eher den aggressiven Part hatte, hatte ein lilanes Oversize-Shirt und eine dunkle Jeans an. Mit lila-weißen Schuhen oder nur lila, irgendwie so um den Dreh. Und eine lila Basecap, also ich sag mal farblich schon mal da einheitlich gekleidet. Und der andere Herr hatte, ich glaube, so ein hellrotes oder Brustshirt mit einer Jeans und einer Goldkette. Und die Dame hatte Zöpfe links und rechts von den Schultern herunterhängend, auch dunkelhäutig und dunkelhaarig. Ja, vom Slang her würde ich sie in das Haus packen mit Bitch-Ass und sonstigen Wörtern, die da gefallen sind. Ich wollte auch, sag mal, nachdem die ganze Sache sich auch da aufgelöst hat, habe ich mal mich ein bisschen auf Venture schlau gemacht, weil wenn es eventuell eine Gang ist oder irgendeine Gruppierung ist, die sich gerne auch vielleicht mal auf Venture oder so zeigt, hätte ich vielleicht was erkennen können, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden in der Zeit. Weil, ich sag mal, ich kenne zumindest vereinzelte Gruppierungen ein bisschen unten in das Haus. Man sieht sich, wenn man mal im Tattoo-Laden ist oder unten im Unicorn. Man kennt ein, zwei Leute immer. Aber die Herrschaften hatte ich so noch nicht gesehen. Ja, ich verstehe. Und wie gesagt, also verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich versuche mich wirklich stark immer zurückzuhalten in solchen Situationen, aber es gibt einfach, ich nenne es mal Prinzipien, sollte ich das unter Prinzipien einordnen, in meinem Leben, wo grundlegend jeder mit Respekt behandelt werden sollte. Auch mein Gegenüber. Aber wenn Menschen so respektlos sind, fällt es mir extrem schwer, mich zurückzuhalten. Und ich weiß nicht, aber es muss doch irgendeinen Punkt geben, wo man sagen darf, man darf sich zumindest zur Wehr setzen. Oder sehe ich das falsch? Sagen Sie mir mal, wie dieser Eindruck entsteht, dass man sich nicht wehren sollte. Ich hatte mal Mr. Elios halt angesprochen, dass eventuell auf meiner Seite Probleme gibt, wo ich nicht wusste, ob es die Herrschaften vielleicht irgendwie nach hier oben verschlägt und es für Stress sorgen könnte. Und ich wollte Mysterious damit halt sagen, dass ich nicht möchte, dass irgendwie das Italy einen falschen Ruf oder sonstiges bekommt. Und Mysterious meinte auch, man sollte gucken, dass man keine Streitigkeiten, Probleme hier oben im Italy oder auch vorm Italy hat. Und man sollte sich da hingegen bedeckt halten und die Sache lieber nachträglich ansprechen. Dem bin ich halt nachgegangen. Gut. Ich verstehe. Und ich denke, dann hat er sich wahrscheinlich ein wenig falsch ausgedrückt.
Das hier ist ja. Kein Laden voller Feiglinge oder Angsthasen. Das ist schon so, wie Sie sagten. Sie sind ein Mann mit Prinzipien. Das heißt, natürlich stehen Sie nicht da und lassen sich einfach auf die Schnauze hauen. Auch ja, wenn sich Gäste hier respektlos verhalten, da gibt es auch ein Maß, wo es Grenzen gibt, die überschritten werden könnten. Welche man sich dann auch nicht gefallen lassen muss. Wenn ja, schon welche der Punkt. Unten an der Türe schon Stress machen, dann werde ich schon von vornherein nicht reingelassen. Wenn sie mich oder einen meiner Geschäftspartner nicht erreichen, dann haben sie die Möglichkeit, jederzeit Merryweather anzurufen, weil die werden davon dafür bezahlt von uns. Ja, okay. Und nur weil Merryweather kommt, heißt es nicht, dass die Dinge dann nicht noch, dass die Dinge sich erledigt hätten. Also, dennoch auf der Hut bleiben und sich Kennzeichen und sonstige Dinge notieren. Das auf jeden Fall. Haben Sie das Kennzeichen denn schon jemanden von uns gegeben? Miss Milano hatte vorhin gefragt. Ja, sagen Sie es mir nochmal. Das ist BY29F. Das ist ein schwarzer SUV gewesen, mit schwarzen Felgen. Ich meine, es wäre auf jeden Fall ein Baller gewesen, allerdings kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es ein Baller LE oder ein Baller Modern waren, die sehen sich doch schon recht ähnlich. Aber auf jeden Fall in die Richtung. Und das Kennzeichen war auch geschwärzt, sage ich mal, nicht die typischen weißen Kennzeichen. Gut, also nochmal. Hier Stress zu haben, beziehungsweise Stress hier hochzuholen, das ist eine andere Sache. Wenn Sie Probleme hier reinbringen, wenn Sie verstehen, was ich meine, wenn Sie im Privaten mit jemandem ein Problem haben und diese Probleme kommen hierher, es ist natürlich auch irgendwo ein Problem für mich, aber am Ende des Tages ist das nicht nur, weil Sie hier arbeiten und diese Probleme hierher kommen, dass die nicht geregelt werden müssen oder dass sie sich hier, naja, hart auf hart gesehen irgendwie abknallen lassen müssen und sonstige Sachen. Ja, genau. Nein, das ist schon richtig. Also, es war auch nie meine Intention, dass ich irgendwie Probleme nach hier oben bringe oder ziehe. Ich hatte damals nur Mr. Elias darauf angesprochen, dass, falls es dazu kommt oder so, oder beziehungsweise ich die Vermutung habe, da ich die Herrschaften zu dem Zeitpunkt nicht kannte, verstanden hätte, wenn man gesagt, ich sollte erstmal eine Auszeit nehmen, damit ich nicht da bin, falls die Herrschaften auf die Idee kommen, mich hier aufzusuchen. Allerdings haben sich diese Sachen schon lange erledigt. Und daher, sag ich mal, ist dieser Punkt quasi abgegriffen und zu Ende. Aber wie sie schon sagten, wenn andere Leute hier hinkommen und, ich sag mal, grundlos nach Problemen suchen, wie gerade eben, da habe ich versucht, so lange wie möglich halt ruhig zu bleiben, habe die ersten Sachen, ich sag erstmal, überhört. Aber als die Herrschaft nicht aufgehört haben, habe ich ihnen halt klipp und klar gesagt, dass es keinen Weg findet und sie sich ein anderes Lokal zum Essen suchen sollen. Und wenn sie sagen, dass man dem schon direkt von Anfang an nachgehen kann, werde ich das in Zukunft auch direkt so äußern. Oder zumindest in Herrschaften dann sagen, ich bringe noch, kann noch was zum Mitgeben geben, aber ich schließe gleich das Lokal. Wie? Die Leute noch nicht mal im Laden. Naja, wie gesagt, nochmal. Stehen welche vor der Türe?
und benehmen sich schon dort nicht, dann machen sie die Türe gar nicht erst auf. Warum auch? Warum sollte man solche Leute reinlassen? Und wenn die nicht verschwinden wollen, dann rufen sie das Sicherheitsunternehmen, was die dann entfernen soll. Wenn sie schon von uns keinen erreichen. Ganz einfach, so ist die Geschichte. Alles klar. Solche Penner muss man hier nicht reinlassen. Wir sind hier in Weinwort. Wenn die sich nicht zu benehmen wissen, hier, mitten auf dem Boulevard, vor dem Italy, dann haben die hier auch nichts zu suchen. Und wenn die hier drinnen sind, dann müssen sie auch nichts überhören. Hier drinnen gelten gewisse Regeln. Und da hat sich jeder dran zu halten. Wo kommen wir denn dann sonst hin, wenn diese Schmarotzer da unten aus dem Süden oder aus Vespucci sich irgendwie hier aufführen könnten, als wären sie Hausherren oder sonstiges? Genau, das war mein zweiter Gedanke dahinter. Wenn sich sowas rumspricht, dass man hier oben tun lassen kann, was man will, weil es, ich sag mal, keine Konsequenzen dadurch gibt. Und sich sowas dann halt rumspricht, dann könnte dem vielleicht in der Zukunft öfter was vorfallen. Das soll ja natürlich nicht der Fall sein. Daher die Frage gewesen, ab welchem Punkt man, ich sag mal, sich wehren darf. Aber wir haben ja jetzt klar zu verstehen zu geben, wie man vorzugehen hat. Und dem gehe ich dann nach. Ja, naja, ich sag Ihnen einiges. Das Einzige, was sich jetzt wie ein Läufer verbreiten wird, ist, dass diese Herrschaften, wenn sie auch nur annähernd ihr Maul aufmachen irgendwo in der Stadt, dass jeder von ihnen Abstand nehmen wird. Weil man sie einfach für dumm hält. Oder glauben Sie auch, in den letzten 3 Jahren ist irgendeiner hier reingekommen und hat nur annähernd daran gedacht, mir aufs Maul zu hauen oder sonstiges? Wenn Sie das so sagen, würde ich sagen nein. Der Erste, der reinkommt, das versucht, Mr. Blake, dem werde ich mit einer Gabel und einem Löffel, womit ich vorher meine Spaghetti gegessen habe, seine Augenhöhlen aushöhlen. Gar kein schlechter Ansatz. Gut, wenn Sie irgendwo irgendwas hören sollten, sagen Sie mir Bescheid. Mach ich. Achso, es gibt noch einen Punkt. Meriwether hatte mich auch vor dem Vorfall noch angerufen. Eine Miss Wasser. Die sind wohl gestern mit einer Miss Carter die Streife gefahren und sie haben ich hatte nach der Uhrzeit gefragt, 23.49 Uhr einen aufgeknackten Kofferraum hinterm Italy in den Fahrzeugen bemerkt. Sind wahrscheinlich und dieselben. An einem Sportwagen. Und ich denke, die Mafia macht ja nichts dagegen. Sie sich ja nicht wünschen, dass solche Fälle dann, sag mal, woanders weiß weitergegeben werden. Ja. Ich habe gesagt, dass ich das so weitergeben werde. Und falls dann noch Rückfragen sind, eine Millionenstadt, Kofferräume aufpacken. Wenn man dann denken sollte, wirklich, dass wir dann deshalb nichts machen. Man machen kann, was man will. Also, ja. Ja. Und der Wagen war mir schon gestern aufgefallen, tatsächlich, aber scheint wohl irgendwie von den Anwohnern in dem Block daneben zu sein. Ja, okay. Ja, das war halt noch die Information, die von Meriwether kam. Ja, gut zu wissen. Waren Sie denn schon im MD gewesen? Nein, aktuell noch nicht. Ich hatte mir erstmal Hackfleisch aus der Verpackung genommen, habe mir das erstmal an die Wange gehalten. Und
wollte erstmal gucken, weil halt dann schon der Rückruf von Miss Milano kam und dass sie gleich vorbeikommen würde in Sitteli. Und dann wollte ich das Ganze erstmal noch abwarten. Momentan geht's auch. Ich war immer regelmäßig beim Boxkurs. Ist nicht der erste Schlag, den ich abbekomme, aber wenn es sich bis morgen nicht bessern sollte, lasse ich da trotzdem mal raus. Ja, ich verstehe. Gut. Hier nehmen Sie das, den kleinen Umschlag hier für diese Sache, die vorgefallen ist. Und das nächste Mal erwarte ich von Ihnen, dass Sie Ihren Mann stellen. Das war jetzt aber nicht nötig. Gut. Okay, wenn ich von Ihnen die Freigabe habe, dann stehe ich, dann... Das reicht mir. Ja, Miss Milano, hatten Sie noch Fragen dahingehend? Bei der Anfangsbuchstabe vom Kennzeichen B wie Baller? Ja, ganz genau. B wie Baller, dann ein Y, 2, 9 und F wie Flugzeug. Okay, Verbinde. Ansonsten keine Fragen. Gut, dann haben Sie vorerst vielen Dank. Ja, gerne. Darf man noch was bringen, bevor man die Lokalitäten verlässt? Nein, vielen Dank. No, grazie. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Ebenfalls. Buonasera. Dankeschön. Gut. Mr. Jackson, bei welchem Termin ist er aktuell? Ich nehme an mit Mr. Donovan bei den Terminen bezüglich Humane Labs. Gibt's denn da immer noch was zu erklären? Nur, sie wollten Gespräche mit den Werkstätten führen und so gesehen Kundenakquise oder Kundenpflege. Aber ich habe jetzt einen Treffer. Ich hatte einen anderen Anfangsbuchstaben verstanden. Das ist ein schwarzer Baller. Und der wurde mal gegenüber von Uncle Ranchos Barbecue gesehen. Rancho, sagen Sie, ja. Sie. Einen Halt habe ich dafür jetzt nicht, aber den bekommt man wahrscheinlich auch noch raus, die Tage. Ich schau mal nach, ob wir irgendwas in unseren Daten hier haben. Ich gehe ja nur über Konto dann. Wie war es nochmals? BY2. 9F.
Salami. Gut, in der Datenbank von Credits finde ich zumindest nichts. Ich meine, wir haben hier 23, 22, 21. Man hat nirgends so ein Kennzeichen mit dabei. Ja, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Kann ich klagen, kann ich klagen. Ja, ich verstehe. Alles okay. Nun, ich wollte Sie anrufen, weil ich hätte eine Frage. Vielleicht hätten Sie vielleicht gerade Zeit, dass wir uns unter vier Augen sprechen. Ja, können wir machen. Kein Ding. Wo? Nun, ich komme dann runter zum Unicorn. Ah, ich bet. Gut, dann bis gleich. Alles gleich. Peace. Gut, kommen Sie. Wir treffen uns mit Mr. Fruit. Also, Sie sagten, der wurde schon mal bei Onkel Ranchos gesehen, ja? Sie, richtig. Wie ist denn unser Stand? Wie stehen denn Fruits Leute zu Rancho? Bezüglich der Freundschaften oder Feindschaften in der South kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ich hatte mal angefangen, auch diese Preventer Tube mich ein wenig durchzuklicken, aber bin da jetzt noch nicht sehr weit gekommen, um das nachzuverfolgen, was da auch in den Kommentaren teilweise steht. Welchen Kommentaren? Nochmal, welche Kommentare meinen Sie? So wie auch bei Venture Post Kommentare abgegeben werden können, geht das ja bei VentureTube auch genauso unter den Videos. Und dort leisten sich die jeweiligen RapperInnen auch teilweise ja einige nicht so netten Zeilen darunter, aber sind immer etwas schwer zu entziffern, deswegen. Ja gut, aber. So viel konnte ich auch nicht rauslesen. Was mir aufgefallen ist, das hat jetzt nichts mit dem Tier zu tun, aber es wurde einmal Merither erwähnt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wer oder was das war, schon weiß ich noch nicht. Ja. Wenn du nicht, kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber irgendwann hatte ich auch mal was mit Merryweather gelesen, aber so genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist eine alte Geschichte gewesen. Sagen Sie, gibt es schon was Neues von Mr. Hayden? Irgendwas von ihm gehört? Er hatte mich jetzt gestern mal nicht zurückgerufen, aber ich habe ihn jetzt noch nicht heute angerufen. Die ganze letzte Woche war er irgendwie nicht erreichbar.
Yo, damn. Ich dachte, ihr kommt auch vorne durch. Ja, guten Abend. Buenos Aires. Alles fit. Ja, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Sauber. Das ist doch nice. Geht's um die Wette? Ja, ich stehe dazu noch. Ja, die steht auf jeden Fall noch, Mr. Fruit. Hi. Sehr gut. Oder werden Sie schon nervös? Ah, na, hell na. Gar keinen Fall. Custer City macht das. Gut. Wenn das Finale steht, dann organisiere ich eine Lokalität, wo wir es auf einen riesen Leinwand schauen werden. Hey, okay, okay. Bin ich dabei, auf jeden Fall. Ja, ich besorge ein bisschen Fleisch und mache mir Barbecue dazu. Gut, dann halten wir es genauso fest. Bye. Easy. Nun, also, gibt es eine Kleinigkeit? Ich bräuchte eine Information über ein Fahrzeug, was ja, eventuell hier im Süden unterwegs ist. Okay. Aber nicht einen Tulip mit lila Perleffekt, sondern schwarzer. Nun, mein Stand ist das eine. Also bei mir geht es um einen schwarzen Baller. Ah, okay, okay. Was ist denn mit diesem Tulip? Ja, nein, ich wurde gestern von einem Duke gefragt und keine Ahnung. Was wurden Sie gefragt? Ja, ob ich irgendwen kenne, so der, wo ich irgendwie so eine Karre kenne, aber ich habe gedacht, so, hey, wir sind keine fucking Detectives und von den Karren gibt es fucking viele, I don't know. Wer hat Sie denn gefragt? Ach, I don't know, ich kannte den Dude nicht, hat mir nur ein anderer vorgestellt und die... Aber kein Franzose oder sowas, ja? Na, no, no. Kann ich nicht einschätzen. Das war, glaube ich, kein Franzose. Oder ein Japaner oder sowas. Na. Eher so. So. Ja, so russisch oder so vielleicht, aber keine Ahnung. Aber was ist ein Boller denn? Nun, es ist ein schwarzer Boller. Miss Milano, geben Sie doch nochmal das Kennzeichen. Sie. B? Ja, warte kurz. So schnell bin ich nicht. Das ist ein Problem. B. Y. Okay. 29F. 29FI. Schwarzer Boller. Welches Modell so? Der rundere. Also der neuere. See. Modern. Was soll der neuere sein? Hi. Schwarze Felgen und schwarzes Kennzeichen. Und er wurde mal in irgendeinem Zusammenhang bei Onkel Rancho gesehen. Okay. Gucken. Hey, jemand, der hat ewig versucht, einen zu verkaufen. Keine Ahnung. Könnte der sein, ne? Aber ist kein Kennzeichen. Hier, ich guck mich mal um. Wenn ich was höre, sag ich Bescheid, aber der von denen gibt's halt viele so, ne? Obwohl mit den Kennzeichen so, wie. Aber. Ja, wenn irgendwas auffällt, sag ich auf jeden Fall Bescheid. Aber ich kann da nichts versprechen, so. Wirklich eine große Stadt, auch hier unten. Welche Informationen wären dann wichtig? Wo der so steht anscheinend, wahrscheinlich. Naja, also auch aktiv anrufen, wenn der irgendwo steht, oder wie? Naja, wenn sie ihn sehen, aber am besten wäre es zu wissen, wie mir gehört. Run. Oh ja, da habe ich vielleicht eine Idee. Hi. Guck mal, was ich machen kann, okay? Hier haben Sie vielen Dank dafür.
Ah, hier sonst irgendwas? Nein, bis dahin eigentlich sonst nicht allzu viel. Hi. Wie sieht's von bei Ihnen aus? Würde ich sagen. Mein rauf und runter geht's immer, oder nicht? Also, an und für sich kann man sich nicht beschweren. Ja, ich verstehe. Gut. Oh, gab's eigentlich wegen der Sache, wegen der ich letztens schon mal angerufen habe, irgendwas Neues? Mit diesem, wegen diesem, hier Lichttechniker-Sachen von damals. Was ist das denn? Bei diesem Omega-Ding. Wo Malone sich drum kümmern wollte. Nun, da gibt es noch keinen expliziten Stand. Mr. Malone ist aus seinem Urlaub noch nicht zurück. Ah, okay. Gut. Okay, ja, easy. Sobald ich da was weiß, sage ich Ihnen aber Bescheid. Und wenn ich irgendwie was von der Karre höre, so, dann sage ich auch Bescheid. Ja. Ja, dann haben Sie vielen Dank dafür erstmal. Hi, da nicht für. Okay. Dann wünsche ich Ihnen vorerst noch einen angenehmen Abend. Ja, auch so. Okay, bis dann. Also ich hatte den Auftrag gegeben, die kaputt zu hauen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass sie sowas mal ablehnten. Außerdem würden sie sich ja dann irgendwas reinziehen, deswegen für die Sache eigentlich. Naja. Gut. Gut. Wenn wir hier unten schon mal sind, dann könnten wir auch die Outlaws anrufen. Und unseren Termin wahrnehmen. Schwer nicht erreichbar. Naja, oder auch nicht. Dieser Mr. G scheint nicht zu erreichen zu sein, die letzten Tage. Dann ist das so. Aber er hatte mich zurückgerufen, damit Sie da schon mal Bescheid wissen. Okay. Also, Leben tut er noch. Ben, ne? Was geht? Ja, guten Abend, Miss Guy. Wie geht es Ihnen? Gut. Wer ist denn da? Hier ist Mr. Napier. Ah, okay. Erinnern Sie sich noch dran? Ja, hervorragend. Sagen Sie, hätten Sie eventuell Zeit gerade? Hätte ich. Buonasera. Ja, hervorragend. Kommen Sie doch gerne zum Unicorn. Okay, ich komme vorbei. Gut, dann bis gleich. Peace. Boah, Sky ist auch schon ewig her, ne?
Verbände. Ciao, ciao. Kommt noch jemand her? Ja, yeah, Miss Sky von DBC. Senora Wirtz kommt morgen vorbei. Ja, perfekt. Guten Abend, Mr. Wirtz. Guten Abend. Ja, Sie haben angerufen. Richtig, ich wollte mich einfach nur melden. Also ich bin verfügbar, falls Sie mich brauchen, falls Sie mich nicht brauchen. Gut, trotzdem. Dann kommen Sie zum Unicorn runter und haben Sie eine Kleinigkeit bei sich. Alles klar. Gut, bis gleich. Bis gleich. Er kommt morgen, ja. Sie? Ich habe ihn aber erstmal zum Italy bestellt. Er weiß ja noch nicht, wo es hingeht, so gesehen. Was halten Sie von Mr. Westbrook und Mr. Rosa? Also die beiden kennen ja schon Miss Suarez und auch Mr. Wirtz jetzt. Und uns natürlich Sie. Aber ich glaube nicht, dass sie den Zusammenhang ansonsten zu der Liberty Law Kanzlei so gesehen kennen. Das würde man damit natürlich dann ein wenig öffentlicher machen gegenüber den beiden. Da man sie ja auch zur Party einlädt. Und ich glaube, ich fände es auch gut, dass erstmal nur den, die schon etwas näher sind, so gesehen, zu geben. Es bildet sich immer noch mal eine zweite Feier, wo man dann alle einladen kann. Ja, alles klar. Gut, okay. Sagen Sie, haben Sie jetzt gerade was bei sich? No, ich bin jetzt die meiste Zeit eigentlich immer sauber unterwegs, so gesehen. Ja, sehr gut. Gut, dann haben Sie wenigstens das hier, sollte irgendwas bei rumkommen. Worum geht es bei dem Treffen gleich? Ja. Ich stehe vor der Tür. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Okay. Nun um dasselbe Thema wie mit Mr. Fruit. Lassen Sie die Dame rein. Rein, sie steht vor der Türe. Sie. Ja, was geht? Ah, was geht, was geht? Ja, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ah, gut. Ja, gut. Dann selbst. Nun, man kann sich weitestgehend nicht beklagen. Es ist ja jetzt schon einige Zeit her, wo wir uns unterhalten hatten, nicht wahr? Ja, das stimmt. Wie laufen denn die Geschäfte bei Ihnen? Ja. Ich würde sagen, soweit ganz gut. Das heißt, an sich sind Sie gut ausgelastet, ja? Oder sind Sie Arbeit nicht abgeneigt? Ja, nicht abgeneigt, auf jeden Fall so.
Ja, ich verstehe. Nun, es gab einen Vorfall. Am Italy, oben in Weinwort. Von der Beschreibung her ist es jemand aus dem Süden hier. Kann ich natürlich nicht sagen, wie viel das wert ist, aber es ist jemand, der wohl auffällig was Lilanes anhatte. Und es ist ein Fahrzeug da, vor Ort verwendet worden, ein Baller, welcher oft bei Onkel Rancho gesehen worden ist. Okay. Haben Sie vielleicht schon was davon gehört, irgendwie? Na, noch gar nichts. Na, gar nichts. Gut, ich verstehe. Nun, dahingehend wollte ich grundsätzlich mit Ihnen drüber sprechen. Vielleicht hätten Sie ja dahingehend schon was mitbekommen, oder vielleicht ist es ja sogar jemanden, den Sie gut kennen, dahingehend. Damit man solche Dinge besser klären kann. Wenn es aber jemand ist, den Sie nicht kennen, hätte ich ein Angebot für Sie. Gleich wieder da. Ja, also. Thank you.
War kurz Meterschutz. Also wenn es eine Sache gibt, die sich bei DBC niemals ändern wird, dann... Naja. Ja. Ja, wo sind Sie denn? Am Hintereingang. Oh, ein Gast. Ja, da stehen Sie gut. Dann wird Miss Milano Sie kurz reinlassen. Alles klar. Holen Sie doch Mr. Wirtz da beim Hintereingang ab. Sie, bis gleich. Ja, guten Abend, Mr. Napier. Ja, guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ich bin gerade fertig geworden mit der Varieté-Probe. Ja, hervorragend. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht Zeit, kurz im Unicorn vorbeizukommen? Das sollte kein Problem sein. Ich werde aber wahrscheinlich noch 5-6 Minuten brauchen, bis ich unten bin. Ja, gar kein Problem. Gut, dann bis gleich. Soll Mr. Rosa mitkommen? Ja, bringen Sie sie doch gerne mit. Dann bis gleich. Von wo sind Sie gekommen, Mr. Birds? Aus dem Norden, Sandy Shores. Das war ja eine halbe Ewigkeit gewesen. Ich habe mich angezogen, bin sofort losgefahren. Ja, ich verstehe. Gut, sagen Sie mir doch, zu was Sie alles Zugang haben. Also, ich kann in Gut, ich verstehe. Warten Sie, ich mache ihm was fertig. Hier müssten doch noch irgendwo ein paar Blankokarten sein. Hier, das ist einmal fürs Unicorn. Alles klar, danke sehr. Halten Sie es so, dass man nicht weiß, was es für eine Karte ist, wenn man sie irgendwie aufgreifen sollte? Ja.
Gut, das ist das Varieté. Okay. Gut. Braucht er sonst noch was? Italie haben Sie, sagten Sie, ja. Ja, genau, habe ich. Gut, dann sind Sie weitestgehend jetzt auf den Stand gebracht. Miss Milano hat ein Kennzeichen für Sie. Zu einem Fahrzeug, was in einer Sache verwickelt ist, Italie. Herrschaften aus dem Süden, 2 Stück, Männer, 1 Frau, wussten sich dort nicht zu benehmen, haben den Kellner dort verprügelt. Und das Fahrzeug ist ein schwarzer Bowler mit schwarzen Felgen und schwarzes Kennzeichen. Es wurde in einem anderen Zusammenhang mal Uncle Rancho Barbecue gesehen. Okay. Scusa, ich musste kurz ans Telefon. Ja, hoffen wir doch mal, dass es wichtig war. B, Y, 2, 9, F, ja. EY29 F. Okay. Ich will wissen, wem dieses Fahrzeug gehört, ja. Ja. Okay, kann ich Ihnen das Kennzeichen durchgeben? Ich hab's schon. Okay, wir können. Wer hat denn angerufen gehabt? Mr. Westbrook ist jetzt auf dem Weg hierher. Ich hasse es, dass ich mich darum kümmern muss gerade, ne? So viel auf dem Zettel eigentlich. Oh, ein Gast. Ach so, bevor ich es wieder vergesse, letzten Mittwoch hatte ich mich ja kurz mit Miss Tovi getroffen. Ich soll Ihnen schöne Grüße sagen. Mit Miss Tovi, sagten Sie. Ja, genau. Geschäftlich oder privat? Geschäftlich. Gut, ich verstehe. Nun, wann war dies denn gewesen? Das war kurz bevor ich ins Varieté dann gekommen bin. Okay. Ja, ich verstehe. Hast du was gesagt gehabt? Ich habe jetzt einfach nur voll random, ja, ich verstehe, gesagt. Klar.
Also Mr. Westbrook kommt jetzt hierher, ja. Ist der hier richtig? Und Miss Wuss hatte sich von Mittwoch bis Freitag abgemeldet, so gesehen. Miss Wuss, sagt sie. Ist der hier richtig? Sie hat einen Notfall in der Familie. Ihr Nonno ist im Krankenhaus. Ja, ich verstehe. Gut, dann. Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Gut, tatsächlich. Ganz gut soweit, ja. Wie liefen die Proben denn? Sehr erfolgreich und gleichzeitig sehr anstrengend, aber das gehört dazu. Wir hatten jetzt heute die vorletzte Probe. Am Mittwoch geht das dann in die letzte Runde und dann sind wir bereit fürs Weinwood Festival. Ja, ich verstehe. Sagen Sie, wie sieht es denn hier im Unicorn aus? Wie sind Ihre Kontakte hier runter in den Süden? Strawberry sehr stabil, würde ich sagen. Also auf einer guten Kooperationsebene. Man hat auch privat mal ab und zu, fragt man mal nach, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Ansonsten haben wir durch eine Tänzerin hier bedingt Kontakte, den Barbershop angeht. Anderweitig durchschnittlich, würde ich eigentlich sagen. Also die Mr. Chopper und seine Leute sind auch öfter mal hier. Können auch mit uns was anfangen, aber ansonsten durchschnittlich, würde ich sagen. Gleich wieder da, Leute.
Oh, ein Gast. Oh, ein Gast.
Oh, ein Gast.
Thank you.
Oh, so viele Zeugen. Oh, ein Gast. Oh, ein Gast.
So, Leute, da bin ich jetzt wieder. Wannuckchen, vielen lieben Dank für dein Abo im 12. Monat. Ein Jahr bereits. Dankeschön. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und Laura Hunter, vielen lieben Dank für deinen Raid. Dankeschön. Und herzlich willkommen an alle. Und vielen lieben Dank für alle, die da geblieben sind oder jetzt wiederkommen. Dankeschön für das Verständnis. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir haben heute sehr pünktlich angefangen. Und dadurch konnte ich sehr viele Leute abgreifen, die lange kein Gespräch mehr mit uns hatten. Und ja, ihr kennt das ja, da müssen die ja auch alle auf den neuesten Stand gebracht werden und so. Das kann sich halt manchmal ziehen. Wie gesagt, normalerweise plane ich ja Offstream-Tage für sowas ein, aber ist halt auch nicht immer möglich, ne? Man erwischt sie halt auch nicht mal. Deswegen, gut, jetzt haben wir das jetzt mal so gemacht. Umso besser. Und ja, wie gesagt, Dankeschön. Danke, Leute. Vorhin hat uns Billy angerufen. Mal gucken, ob wir die noch erwischt kriegen. Ich kann zwar kaum noch sprechen, mir tut mein Kiefer weh, aber wenn wir die noch kriegen, hätte ich Bock. Was geht, Roxylein? Musst du wieder üben? Was für üben, Alter? Ich war gerade nur am Reden einfach. Wie so ein Wasserfall. So. Habt ihr Nepi noch nie erlebt. Alle haben gelacht, haben sich gefreut. So, durch die Animation konntet ihr nicht sehen, wir haben uns in die Arme genommen. Wir waren so richtig familiär. Eigentlich sind wir ja so richtig familiär und zusammengerückt, seitdem Felice weg ist. Ja, jetzt haben wir Billy nicht erreicht. Schon schade. So, wie man von der Familie empfangen werden. Ich hab's vermisst. Ja, imagine. Wir werden Felice nochmal sehen. Der Empfang. Pah. Der Knaller. Warte mal, ich muss mal eben gucken. Das kann nämlich sein. Aber ich kann das auch gleich machen. Was ist das denn hier? Steht da? War das schon immer da? Weiß aber auch nicht, was da steht, ne? Da! Das war schon immer da, oder? Ist das eine Werbung vom Server? Also. Barbecue. Ja, dann bin ich richtig. Bin ich richtig, richtig dumm, oder? Ich hab grad das Gefühl, ich sehe das zum ersten Mal. Ist Englisch, also würde ich davon ausgehen, dass es GTA ist. Ja, stimmt. Ja, hast du eigentlich recht. Wenn Lucky Five eine Schwäche hat, dann ist das, dass die meisten kein Englisch können, ne? Ja, du bist richtig dumm, ja. Ich hab damit kein Problem. Dadurch neigen die Leute oftmals, mich zu unterschätzen. Und ich komme halt auch nie in Versuchung dazu, nachzugeben in Dingen. Ne? Dumme Menschen müssen nämlich nicht nachgeben. Das macht nämlich immer nur der Klügere, ne? Oh, ein Gast.
Deswegen ist das halt schon von vielen Ganglern gut bespielt, authentisch, ne? Nein, Spaß. Das war nur ein Witz jetzt, ne? Ein Wort? Welches Wort? Ach so. Okay. Ey, ich bin halt auch durch, ne? Ich habe auch sehr viel gesprochen gerade. Also, ey, ihr kennt halt auch nicht. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend mein Tag manchmal ist? Es ist ja schon verrückt, dass ich hier alles immer noch im Grips habe, um das hier zu machen. Ich muss heute was früher raus, also morgen. Deswegen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt schon aufhören. Ein Macher bist du. Danke. Endlich sieht man wieder ein. Könnte das jemand bitte screenshotten? Ich würde mir das gerne hier in die Wohnung ausdrucken und in der Wohnung aufhängen. So. Ja, muss ich hier wann anders weitermachen, hier die. Das Sortieren. Hemden. Hier hin. Scheiße, Mann, ich komme nicht auf die meine neue Ordnung klar. Ah, jetzt habe ich gar nichts an. Gut, Freunde der Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Vielen lieben Dank für den Support. Vielen lieben Dank auch für euer Verständnis. Wir sehen uns tatsächlich, das müsst ihr euch merken, wir sehen uns morgen schon wieder. Morgen, weil morgen gibt es einen Familienabend. Das haben wir jetzt nämlich ein bisschen öfter, seitdem Felice weg ist. Nein, Spaß.
Nein, morgen gibt es einen Familienabend. Also, kommt gerne vorbei. Alle sind dazu eingeladen. Außer Roxy, ne? Nein. Gut. Gute Nacht. Bis dann.